dieses Phänomen, das nennt man al-Itlaq wa al-Taqid. Das bedeutet, wir haben Textstellen im Koran und in der Sunna, die nicht näher erläutert sind oder nicht näher bestimmt sind. Und andere Textstellen, das heißt externe Textstellen, die näher erläutert sind und näher bestimmt sind. Tamam? Wie gehen wir mit diesen Textstellen um? Also wie vereinen wir diese Textstellen miteinander? Die Ahl al-Ilm erwähnen, dass es hier drei Stufen gibt. Also oder beziehungsweise drei Optionen, drei Möglichkeiten, die je nach Zustand angewandt werden. Wenn es sich um ein und dasselbe Urteil und um ein und dieselbe Ursache des Urteils handelt, dann wird der Text, der nicht näher bestimmt wurde, entsprechend des näher bestimmten Textes ausgelegt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Yani, مثلا, was haben wir da? Beispielsweise nehmen wir an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: La nikaha illa bi waliyin wa shahidain. Es gibt keinen Nikah, also kein Nikah ist legitim oder gültig, außer mit der Zustimmung des Wali und der Existenz von zwei Zeugen. Hier haben wir ein Urteil, und das ist die Ungültigkeit oder beziehungsweise die sagen wir Ungültigkeit des Nikah, wenn die Zeugen nicht da sind oder der Wali nicht da ist, nicht zustimmt. Das ist das Urteil, tamam? Und nehmen wir an, wir haben einen weiteren Hadith, in dem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin. Kein Nikah außer durch die Zustimmung des Wali und durch zwei unbescholtene Zeugen. In einem Hadith wurde die Unbescholtenheit der Zeugen nicht erwähnt. Im anderen wurde sie erwähnt. Die Ursache des Hukum ist die gleiche. Das ist nämlich der Vertrag des Nikah, das ist die Ursache des Hukum. Und das Urteil ist dasselbe. Tamam? In diesem Fall werden wir die Texte miteinander kombinieren. Okay? Also das heißt, der nicht näher bestimmte Text wird gemäß des näher bestimmten Textes ausgelegt. Tamam? Das ist die Situation 1. Also Sabab und Hukum sind einheitlich. Die Situation Nummer 2 ist, wenn das Urteil einheitlich ist, identisch ist, die Ursache des Urteils ist aber verschieden. Wie gehen wir in diesem Fall vor? Ja, ein Beispiel dafür. Ihr wisst, dass die Sühne durch das Fasten, durch das Freilassen von Sklaven, durch das Speisen von Bedürftigen im Koran häufig vorkommt. Die Ursachen sind aber teilweise verschieden. مثلا, das Befreien eines Sklaven. Das wird im Kontext des Mordes erwähnt. Sühne bei Mord. Es wird aber auch erwähnt bei dem Zihar. Wisst ihr, was der Zihar ist? Über den Zihar geht die Surat al-Mujadala ganz am Anfang. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ Ummahatihim. Und jene von euch, die sich durch den Abstinenzschwur von ihren Frauen enthalten, diese sind nicht ihre Mütter. Das bedeutet ja, wenn jemand sagt zu seiner Frau, du bist für mich wie meine Mutter. Nicht? Also er wird sich sozusagen von ihr enthalten. Und Allah Ta'ala sagt, dass dies eine schändliche Aussage ist und sie dadurch nicht zu ihren Müttern werden. Und dass dies keine Scheidung ist. Das ist keine Scheidung, aber es hat eine Sühne zur Folge. Und diese Sühne ist unter anderem auch das Entlassen eines Sklavens. Der Unterschied ist jetzt aber folgender.
Bei der Sühne des Mordes wird erwähnt, dass der Sklave Mu'min ist. Da heißt es Raqabata Mu'mina, einen gläubigen Sklaven. In der Surah Mujadala heißt es aber einfach Fatahriru Raqaba, das Freilassen eines Sklaven. Wurde nicht erwähnt, dass es Mu'min sein muss, dieser Sklave, dass der Mu'min sein muss. Die Situation ist hier aber etwas different. Wir haben nämlich das gleiche Urteil, Freilassung eines Sklaven, zwei verschiedene Ursachen. Einmal ist es der Mord und einmal ist es dieser Abstinenzschwur. Versteht ihr? So, und in diesem Falle, was machen wir in diesem Fall? Auch hier wird der näher bestimmte Text sozusagen, er wird auch den unbestimmten Text mitbestimmen. Tamam? Dann haben wir eine dritte Situation. Urteil ist verschieden, Ursache ist verschieden. In diesem Fall wird das nicht gemacht. Das heißt, wir beachten jeden Text als einen ganz separaten, ganz voneinander unabhängigen Text. Ein Beispiel dafür, yani, ein Beispiel dafür ist die, das Wudu und der Tayammum. Allah Ta'ala erwähnt im Wudu, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Wascht euch eure Gesichter und eure Aidi, Aidi heißt Hand, bis zu den Ellenbogen oder mit den Ellenbogen. Im Tayammum sagt er, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Bestreicht euch damit, also mit der Erde, eure Gesichter und eure Hände. Hier kommt das Wort Hand vor, zweimal. Im Wudu ist es näher bestimmt mit der Aussage bis zu den Ellenbogen. Beim Tayammum ist es unbestimmt, offen gelassen. Das sind aber zwei verschiedene Urteile. Tamam? Wir haben hier nämlich den Tayammum und den Wudu. Das sind zwei verschiedene Sachen. Daher sagen wir hier in diesem Fall, wird der Tayammum, der Vers des Tayammum nicht näher bestimmt durch den Vers des Wudu. Also der Tayammum wird nicht bis zu den Ellenbogen ausgeführt. Versteht ihr? Das gleiche gilt jetzt auch hier bei diesem Hadith. Wir haben derartige Hadithe in Hülle und Fülle. Aber wie ihr sehen könnt, in manchen wird die Bedingung bzw. diese nähere Einschränkung erwähnt, diese Stunibatil Kabair, wenn die großen Sünden gemieden werden. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, was ist hiermit gemeint, wenn die großen Sünden gemieden werden? Heißt es, ja, in der Hadith zum Beispiel 130, As-Salawatu Khams wal Jumu'ah ila al-Jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Die fünf Gebete, also Gebet zu Gebet, nicht? Die Phase zwischen jeden allen zwei Gebeten. Jumu'ah zum Jumu'ah, Ramadan zu Ramadan, tilgen, was zwischen ihnen ist, wenn die großen Sünden gemieden werden. Was bedeutet das, wenn die großen Sünden gemieden werden? Bedeutet es, wenn jemand die großen Sünden nicht meidet, dass die Sünden dazwischen nicht getilgt werden? Oder bedeutet es einfach, dass die großen Sünden nicht getilgt werden? Nein, damit ist einfach gemeint, dass die großen Sünden nicht getilgt werden. Aber nicht, dass jemand, der große Sünden begeht und diese Handlung ebenfalls ausführt, dass seine kleinen Sünden dadurch nicht verringert werden. Tamam?